Hallöchen. Ach, hallo, mein Junge. Na? Mensch, jetzt habe ich gerade bei Venture rumgeguckt. Ich wollte dich nicht unterbrechen dabei. Alles gut, mein Junge. Wie geht's dir denn nun? Mensch, du siehst immer so schnieke aus. Danke, Ach, danke. schön. Fällt dir etwas auf? Sind die Haare anders? Warte, da Die muss sind ich jetzt. genauer hingucken. Ja, die sind jetzt so kupfer-orangefarben. Schön, steht dir gut. Danke. Mensch, da rennt Also. dir doch jetzt die schönste Bude ein. Ja, mal sehen. Habe ich ja auch erst seit gestern, aber bisher noch nicht. Ja, bisher wissen sie noch nicht, wo du wohnst. Ja, also eigentlich mag ich meine normale naturblonde Haarfarbe, aber ich weiß nicht. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Ja, ne, bei dem Kupfer, das wäscht sich doch dann auch schön wieder raus. Ja? Ja. Das ist Einfach dann mal zum Ausprobieren. eben, das hält ja nicht für immer. Ja, ich habe sogar tatsächlich auch Wäsche Ach mitgebracht. du, das ist ja zauberhaft. Ja. Wie viel hast du denn da dabei? Eine Jeans und ein Rollkragenpullover. Ja, das kannst du mir so geben, tatsächlich. Dann einmal hier. Ja. Und noch der Rollkragenpullover. Das ist zauberhaft. Bist du schon unsere neuen Preise? Du warst doch schon mal hier dazwischendurch, ne? Ja, doch, ich glaube, aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. 32 Dollar, da ist das Trocknen dann schon mit drin. Okay, dann. Ich danke dir, mein Junge. So, da packe ich dich gleich mal in die Maschine, dann können wir ein bisschen quatschen. Der Chef ist gerade mit Max unterwegs. Ah, okay. So, ich schüttel Gut. schnell Waschmittel. Ich habe Brüste. Zauberhaft ist er. Einfach zauberhafter Junge, ne? So. Na. Das Desinfektionsmittel muss raus. Was ist das Waschmittel? Jeans. Rollkragenpullover. Brieftasche. Einmal rüber. Bam. So. Haben wir das gleich mal reingeworfen, noch nicht? Das ist dann, da dampern wir dann hier rum und dann auch die Wäsche noch. Ja, du hast übrigens gerade eine Strähne im Gesicht. Ach du Heiland. Ist sie weg? Ja, jetzt ist sie weg. Zauberhaft. Du kannst aufhören, sie aus deinem Gesicht zu wischen. Ja, okay. Okay. Ja. Gut, ja, Ja, wie geht's manchmal sind die dir? Strähnen richtig hartnäckig, ich sag's dir. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, na erzähle du mal die Liebesgeschichten, ich bin so Ach so. neugierig. Ja, stimmt. Jetzt haben wir Zeit für uns Ja. beide. Ja, also. Ich glaube, das ist jetzt. Ja, das war letzte Woche. Da hatte ich mit Philipp halt geschrieben. Und ich hatte ihn halt so gefragt, weil ich wollte mal wieder versuchen, ob ich irgendwie ein Treffen ausmachen kann. Und da habe ich halt gefragt, das war am Mittwoch, was er am Samstag vorhat. Und seitdem ich halt gefragt hatte,
habe ich keine Antwort mehr von ihm bekommen. Auf deine Nachricht, nicht eine Nachricht zurück. Ja, nee, nee. Ich habe ihn halt gefragt, was er am Samstag vorhat, und dann kam nichts mehr. Das ist aber fresh. Ja, und dann war halt Samstag und ich war als Reporter bei der Piazza Rossa. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ja, da hat die Lina gemodelt, ne? Ja, genau. Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben. Den habe ich gelesen. Ah, okay. Ja. Merk schon, du bist fleißig am Weasel News lesen. Ja, natürlich. Ich gucke aber immer erst nach unten, was da für ein Kürzel steht. Ah, okay. Ja, ich bin ja neugierig, weißt du? Ich bin ja Sherlock Ilse. Sherlock Ilse? Ja, ja. Auch schon mal überlegt, dann Reporterin zu werden? Ach, ne, ich weiß nicht. In meinem Alter so schnell kann ich doch den Neuigkeiten nicht mehr hinterherrennen. Also, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber die neue CEO von Weasel News ist auch schon eine ältere Dame. Also, wie heißt die denn? Vielleicht kenne ich die ja sogar. Abigail Chomsky. Die Abigail, ja, die kenne ich. Ja, genau, die ist jetzt CEO. Ja, die habe ich hier beim Waschsalon mal getroffen. Ah, die hat hier, die war auch wegen... Obwohl, war das bei der Eröffnung? Ja, oder? Ja, ganz genau. Ich glaube, die war auf dem Bild zu dem Artikel sogar drauf, wie sie getanzt hat. Ach, Mensch. Ja. Ach, und die ist Chefin. Ja, schön. Ja, weil der Samuel Kim, der eigentliche CEO, das hat sie heute verkündet, der tritt zurück. Der reist wohl irgendwie aus und der war schon seit mehreren Wochen auch kaum noch anwesend. Ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe tatsächlich. So an ja, sich, nur spannend ist das. Also. Tanusha, danke schön für den Follow. Ich würde es so gerne machen. Ist auch das, gerade gibt es nur das Problem, dass. Also, wir hatten heute ein Notfalltreffen, eine Notfallbesprechung bei Weasel News. Und ich weiß nicht, wie viel ich davon überhaupt sagen darf, aber. Ich erzähle es nicht weiter. Ja, ja. Das glaube ich. Das hoffe ich. Das denke ich. Ja, das. Da vertraue ich dir. ja, aber. Ich muss erstmal wieder. Wo war ich gerade? Ich wollte sagen. Hallo. 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 Ja, Weasel News gerade. Hallo. Hallo. Die Wäsche ist schon im Trockner, Max. Weasel News ist gerade was? Finanziell nicht in der besten Lage und deswegen wird es wahrscheinlich in nächster Zeit schwierig, aber es kann sein, wenn alles gut läuft und wir vielleicht auch zusätzliche staatliche Förderung erhalten, es sogar vielleicht besser wird in Zukunft, also dass ich vielleicht sogar in Zukunft mehr verdienen könnte. Ne, das klingt doch gut. Ja, also es wird jetzt erstmal hart bei Weasel News, aber dann könnte es vielleicht umso besser werden. Mal sehen. Bitte? Ja. Bevor du Feierabend heute machst, machst du mir einmal bitte einen Bestand. Das kann ich machen, klar. Auch ganz hinten bei dem Wäscherolli da. Ja. Da ist noch Desinfektionsmittel und so drin, dass du mir einmal rüberschickst, was alles so da ist. Schicke ich dir per Venture, ja? Oh, per Venture oder per SMS, wie du magst. Alles klar, mache ich dir. Gut. Ich bin jetzt noch kurz im Büro und dann bin ich aber auch wieder weg, ne? Nun. Dann viel Spaß euch. Ja, dir auch. Bis dann. Du weißt, wo du die Hände halten musst. Oh, nicht schon wieder. So. Das muss ich dem immer sagen, sonst vergisst er das. Ja. Also es wird auch im Laufe der Woche so Einzelgespräche geben und Dad hat das Gefühl, dass es einige Leute gibt, die sich einstempeln und dann wirklich nur so halt rumstehen. So alles, ja genau, es gibt einmal die Leute, die sich einstempeln und rumstehen und dann das Leitstellentelefon vielleicht höchstens haben und dann halt daran Geld verdienen. Ja. Und es gibt halt Leute, die die halt wirklich nur das Nötigste tun, also die sich wirklich nur einstempeln, wenn sie schreiben oder wenn sie irgendwie für Weasel News unterwegs sind. Und die dann halt dafür, dass sie halt
recht viel arbeiten, dann halt gar nicht mal so viel verdienen, meinte sie selbst auch. Ja. Und da sieht sie auch, meinte sie eher mich. Und deswegen möchte sie halt jetzt so gucken. Ja, also sie möchte halt so sehen, wie viel wir in den letzten 3 Wochen gearbeitet haben und was wir in diesen 3 Wochen gemacht haben. Das sollen wir ihr halt zukommen lassen. Und dann kann es sein, dass sie dort ein paar Anpassungen zukünftig macht. Und sie meinte, dass bei manchen, wie auch bei mir, also sie hat zu mir halt gesagt, bei mir könnte das zum Beispiel der Fall sein, dass sie dann besser verdienen in Zukunft. Ja, das klingt doch zauberhaft. Ja, und jetzt werde ich angerufen. Ich Ja, bin gleich wieder da. natürlich. Hallo. Hast du es mitgekriegt, Max? Was mitgekriegt? Dass ich die Wäsche schon in den Trockner gepackt habe. Ja, das habe ich mitbekommen. Genau, die vordere also die vordere Maschine, da ist jetzt die Sachen vom Louis drin. Und hinten rechts ist noch das Kleid, das muss ich da bloß noch hinterbringen. Ja. Bestandsaufnahme muss ich schon nachher noch machen. Na, können wir gleich, wenn wir zurück nach Hause fahren, kurz einen Umweg fahren? Natürlich. Nein. Bringen wir dieses Odis gleich weg, ist auf dem Weg. Ja, das können wir doch machen. Genau, das passt ja dann ganz gut. No, aber ich muss erst dann noch die Bestandsaufnahme. Das muss ich heute dann noch machen. Dass er das dann hat. Soll ich dir helfen? Das wäre lieb dann. Die Abigail ist die Chefin von Weasel News. Ist auch Das eine war. ältere Dame. Nee, ich hatte jetzt diese Madison im Kopf da. Nee, nicht die Madison, aber die war da auch in der Nähe. Bei der Eröffnung vom Waschsalon habe ich die kennengelernt, die Abigail. Ist auch eine ältere Dame, ne da. So. Es kann sein, dass vielleicht auch Mary kommt, aber. Sie weiß noch nicht, was sie überhaupt so macht. Ja. Nee, so lange bin ich dann heute auch nicht da. Ja, Dann nachher noch klar. die Inventur machen. Ja, genau. Ich hatte das mit Philipp gar nicht zu Ende erzählt eigentlich. Nee, hast du Fällt mir nicht. gerade Wir sind auf. gleich abgekommen vom Ja, stimmt. Thema. Wir sind vom Thema abgekommen, ja. Ja, genau, Samstag und dann war Samstag. Und ja, genau, weil ich war ja als Reporter bei der Piazza. Und da habe ich einen Anruf bekommen. Und zwar von Finlay. Und Finlay ist ein Barkeeper beim Ellie's, Ja. der mich überhaupt erst mit Philipp bekannt gemacht hat. Also er wollte uns verkuppeln. Und der hat mich dann angerufen. Und der meinte dann, ja, dass Philipp hier alleine ist bei einer Single-Party und mich vermissen würde. Aber warum meldet er sich denn dann nicht? Ja, ne, egal, erzähl weiter. Ja, genau. Also, ja, und dann meinte, er war schon ein bisschen angetrunken, keine Ahnung. Er meinte, dass er mich sofort abholt und wir dort zusammen hinfahren. Ja, und das, also ich weiß nicht, ob, also zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob er angetrunken ist oder einfach nur komisch drauf in seiner Freizeit, aber er war angetrunken. Und dann bin ich halt mit ihnen halt zu dieser Single-Party gefahren. Ich weiß nicht, ob du was davon gesehen hast. Es gab da so farbige Armbänder, Nee. so je nach LED-Armbänder, so je nach, nicht LED, aber weiß schon, so Leuchtarmbänder. Je nach Sexualität halt. Und ja, und dann war ich da und Philipp war total betrunken. Und er meinte halt, dass er keine Zeit hat, weil er mit seiner Chefin dort ist und die wollte unbedingt mit ihm feiern und er muss unbedingt mit ihr Zeit verbringen. Und später habe ich auch erfahren, das Gespräch zwischen Finder und Philipp verlief nicht irgendwie so, dass er mich vermissen würde, sondern es war einfach nur ein Finder hat
Willst du was Wichtiges fragen, Max? Wann hast du einen Drücknamen gemacht? 2035. Dann müsste jetzt fertig sein. Ja, ne? Müsste fertig sein, ja. Wie viel sie irgendwie abgewetzt hat. Und, dann, also es war so ein Finlay hat halt Philipp alleine gesehen, war dann so, hey, wo ist Luis? Dann war Philipp wohl so, ja, der ist wohl nicht da. Und dann hat mich Finlay halt angerufen und gemeint, Philipp würde mich vermissen, warum auch immer. Und der will euch wirklich auf Krampf verkuppeln, ja? Ja, aber Philipp hat halt mal wieder, wie es immer so ist, halt keine Zeit. Und ja, und dann war ich halt recht schlecht gelaunt, weil Philipp halt nicht nur halt mir seit einigen Tagen nicht mehr geantwortet hatte, sondern auch, weil er genau an dem Tag, wo ich ihn gefragt habe, was er eigentlich so vorhat, halt dann auf einer Single-Party war. Und ja, und dann habe ich ein bisschen Zeit mit Finlay noch verbracht, der schon angetrunken war, und mit seinen Freunden. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken. Ja. Und, wen ja, hast du geküsst? Darauf läuft's doch hinaus, mein Junge. Finlay. Ach, du Heiland. Na, und entwickelt sich da was jetzt? Ich meine, ganz ehrlich, der Philipp will ja offensichtlich nicht. Nee, weil ich habe mit Finlay noch geredet gehabt und wir waren uns beide einig, dass wir einfach nur ziemlich betrunken waren. Ja. Ach so, ja. Ja, aber wir sind auch beide offen, uns weiter kennenzulernen, aber ich glaube nicht, dass es weiterhin irgendwie dort in so eine Richtung gehen wird. Aber war es wenigstens gut? Naja. Ja, also. Also es hat sich aber immerhin gelohnt. Ja, also. Naja. Ich wollte eigentlich halt unbedingt mal etwas. Ich wollte was Festes und. Ja, das verstehe ich. Überstürzen und. Ja, und das ist halt das Gegenteil von was Festes und nicht überstürzt. Ja. Ja, der Ekus ist Kekus. Ja. Es kann auch sein, dass. Warte mal, ich habe diesen Zettel am nächsten Tag in der Truhe in meinem Schlafzimmer gehabt. Ach du Heiland. Ich gebe dir mal wieder. Naja, das ist schön. Erinnerst du dich noch an alles von der Nacht? Ich erinnere mich ein bisschen, ja. Also ich erinnere mich nicht daran, was... Ich weiß noch, wir sind halt vom Bahamas zum Pier gefahren. Ja. Und ich weiß nicht mehr, was am Pier passiert ist, aber ich erinnere mich noch ein bisschen an, ja, das Ende der Nacht, ja. Bist du nackt aufgewacht? Ich glaube, du kannst dir das denken, oder? Ja, na ja. Ja. Das passiert, Junge. Ja. Ja, genau, das ist halt, das ist das Gegenteil von nicht überstürzt. Ja, das ist eher so komplett kopfüber neigestürzt, ja. Ja. Aber du hast es ja immerhin versucht. Ich hab's versucht. Wobei sowas manchmal auch, ne? Das kann dann ganz anders ausgehen. Wenn man erst überstürzt und dann stellt man fest, auch die Gefühle sind ja doch da. Ja, das stimmt. Da muss man jetzt halt nur so 4 Gänge zurückschalten und sich gemütlich kennenlernen. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist die Stimmung zwischen mir und Finlay gefühlt ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht. Also nicht, weil, also keine Ahnung, wir haben kein Problem miteinander, aber. Ja. Irgendwie so. Es ist seltsam. Ja, und das seltsam, kann ich mir vorstellen, ja. Er hat geschrieben, auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann, bedanke ich mich für diese tolle Nacht irgendwie. Und ja, und dann dachte ich halt in dem Abend, nicht okay, wecken. Philipp, das reicht jetzt erstmal. Melde dich, wenn du einen Rausch ausgeschlafen hast. Ich meine, ich war die ganze Zeit offen für
Also ich war offen dafür, könnte nur eine Freundschaft werden, könnte aber auch halt mehr werden, aber es gab ja nie die Gelegenheit, dass da irgendwas werden konnte. Ja. Und deswegen dachte ich, okay, das reicht jetzt erstmal mit Philipp. Und dann am nächsten Tag, aber, also ich habe ihm betrunken eine Nachricht geschrieben, was immer irgendwie kritisch ist, aber... Betrunken, einen Tipp gebe ich dir, ne? Das habe ich in all den Jahren gelernt. Wenn du dich betrinkst, du musst dir vorher, bevor du es erst trinkst, dein Handy verstecken. Du findest es nicht, weil du besoffen bist und du kannst keine peinlichen Nachrichten schicken. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Mhm. Habe ich immer so gemacht. Ja, vielleicht sollte ich mir das angewöhnen. Weil ich hatte... also erstmal hatte ich mich bei Philipp entschuldigt, weil Finlay und Philipp irgendwie an dem Abend in Bahamas noch Stress hatten. Die haben sich irgendwie gestritten, keine Ahnung, weil Finlay fand es halt auch doof, dass Philipp so wenig Zeit hatte und keine Ahnung. Und dann habe ich mich für Finlays Verhalten entschuldigt halt. Und danach habe ich ihn aber noch geschrieben, danke übrigens für die Antwort. Also halt, ich habe das betrunken geschrieben, unverständlich, aber ich lese das jetzt richtig vor. Ja. Ich habe halt geschrieben, und danke für die Antwort, verstehst du? Weil du hast nicht geantwortet, bist ja beschäftigt. Kam da was zurück? Ja, dann am nächsten Tag kam es zurück. Ich habe es total verpeilt, das tut mir mega leid. Ich hatte gestern nämlich zur Abwechslung mehr Zeit gehabt. Ja, aber er könnte ja auch mal daran denken, wenn er Zeit hat. Ja. Aber das ist dann wieder so, weißt du, und jetzt bin ich wieder so wie gespalten, weil irgendwie, er macht es mir nicht einfach zu sagen, nee, das reicht, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, okay, ja, war nur, hat er halt verpeilt, dann passiert. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich ihn halt gesagt, ich würde gerne mit ihm reden. Und ja, und da warte ich jetzt noch darauf. Da bin ich immer gespannt. Ja. Das ist mein kompliziertes und nicht existentes Liebesverhältnis. Liebesleben. Wenn er dir weiterhin so, da müsste, ja, so dich so ignoriert, da müsste ein Getränk überschütten. Und dann gibt es eine Visitenkarte von Winters Wäsche. Das, ja. Da muss ich dort mal vorbeifahren, da muss ich sagen, ja, so geht das nicht, bitte. Ach ja. Dein alles Ernst? Gut, mit wem redest du? Ja, mit Ilse. Noch nichts dazu. Wie dein Ernst? Ach, du so, du. Hä? Getränk überschütten und eine Visitenkarte von Winters Wäsche zu stecken, ist doch perfekt. Eine Visitenkarten gedruckt? Ne, du. Echt? Ja, wir kennen es doch auf den... Ich mal dir eine. Wow, das klingt professionell. Machen wir. Nee, ich habe nicht gesagt, dass es schön wird. Du bist doch Louis, oder? Ja, das bin ich. Ah, okay. Ja, ja, du hast gestern mit meiner Freundin lange gequatscht. Diese News. Ah, ja. Okay. Wegen. Mir ist der Name nur bekannt gewesen, weil du schon mal hier Wäsche abgegeben hast. Hm. Weil der Nachname, der ist, glaube ich, einzigartig. Meine Cousine hat ihn auch. Und die ist auch hier in der Stadt. War die das vielleicht? Vielleicht habe ich so ein... egal. Ich habe nichts gesagt. Wie heißt denn... Emily. Ah ja, doch. Die ist, ja. Die war ja auch heute bei dem... bei dem... ja, Krisenmeeting von Weasel News dabei. Ja. Ich habe nur gehört, dass es ein Meeting gab. Aber worum es da genau ging, keine Ahnung. Die ist es schon. Ja. Ey, sag mal, was ist denn mit denen los? Ist es ein Taxiunternehmen, die Cops, oder ich weiß nicht was? Oh. Willst du eine ehrliche Antwort darauf haben? Nee, lass lieber. Ich kann mir das schon denken. Mhm. Die fahren hier auf und ab, langsam nervt's echt. Also. Also hier ist wirklich schlimm, das sagst du. Okay. Ich verstehe schon, dass er genervt ist. Hm. Also an dem Abend, als ich betrunken war, ne? Mhm. Also beim Bahamas waren auch noch Wiley und Hugo. Hm. Und Hugo hat sich Sorgen gemacht, weil ich bekomme wieder einen Anruf von Mary.
Ja. Ja, ich bin gleich zurück. Ja. Boah, redet er viel. Bis jetzt, dir ist der. Ja, ich wollte euch nicht unterbrechen. Erzähl ich dir alles nachher. Nee, ich. Nicht dir. Ich stell mich da. Ich komme gerade vorbei. Alles so sneaky, peaky, geheimnisvoll. Und, keine Ahnung. Hat er Probleme? Liebesgeschichte. Und du bist die Seelsorge. Ja. Seine Wäsche dauert halt noch. So. Ja, ich wollte noch sagen, also Finn war betrunken und Hugo und Wally, die waren halt auch da und die haben sich beide Sorgen gemacht, dass ich dann mit ihm halt Auto fahre. Mhm. Ich war auch schon angetrunken und das war noch beim Bahamas. Und dann haben die halt versucht, mir halt auszureden, dass ich bei ihm einsteige. Und dann hat Hugo halt, weil einfach zur Sicherheit die Polizei gerufen und die hat dann Finn, der hat seinen Autoschlüssel abgenommen. Nächste Angst. Und, ja, und dann hatte Hugo auch noch Streit mit Riley, weil Riley das nicht cool fand von Hugo und keine Ahnung. Aber ja, und weil es ja gerade ging um Polizei als Taxiunternehmen, die Polizei hat uns dann halt noch gefahren zum Pier, weil damit Finder halt nicht mehr fährt. Ach du Heiland. Ja. Und ja, und ab dem Pier weiß ich halt nicht mehr, was so alles passiert ist. Da hat doch Hugo die Polizei angerufen. Ja. Das ist ja unfassbar. Hm. Oh nee. Aber, ja, aber ich so. Kam halt auch bei Riley nicht, aber auch bei Finder halt überhaupt nicht gut an. Aber. Ja. Ich glaube, ich bin aber an sich auch ganz froh, dass ich nicht mit Finder da noch gefahren bin. Ja, ne, wenn er betrunken war, ne, das ist schon klar. Hm. Ach, nee. Das ist ja ein Trauma. Und das ist auch, wie ich indirekt dafür gesorgt habe, dass Hugo und Riley einen Streit hatten. Ach, die hatten einen Streit, das weiß ich alles gar nicht. Der Hugo erzählt mir ja nicht. Wann hast du das letzte Mal mit ihm geredet? Max, wann waren wir Jetski fahren? Am Samstag. Ja, Samstag letzte Woche. Ja, gut. Und seit diesem Samstag fokussiert sich... Also hat jetzt Hugo halt ein Problem mit Riley gehabt. Mittlerweile ist wieder alles gut. Aber seitdem haben die, glaube ich, nicht mehr so viel wie vorher miteinander zu tun. Ja. Und jetzt ist Hugo sehr, sehr engagiert darin, doch noch irgendwie eine Fischerei aufzumachen. Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Ja, genau, ja. Da hat er mich auch schon nach ein paar Informationen gefragt, so von Weasel News. Ach, das ist und nach ein paar Nummern. Das ist ja wirklich, meine Herren. Ja, ist ja richtiges Chaos. Bin ich froh, dass ich erst im Alter mit dem Gebüms raus bin. Ja. Ach, es ist nie zu spät, was Neues anzufangen. Ja, aber ach. Eieiei. Mensch, ich dachte eigentlich, der Hugo und die Riley sind vielleicht sogar schon Eberschen. Ah ja, das ist, glaube ich, kompliziert. Also ich glaube, so wie ich bisher mitbekommen habe, ist Hugo auf jeden Fall nicht der Einzige, der Interesse an Riley hat. Ja. Und ich glaube, Riley selbst sieht die ganzen Dinge... Also ich glaube, sie hätte... Ich glaube, sie nimmt das gar nicht so richtig wahr, wie viele Interesse an ihr haben. Oder sie... Keine Ahnung.
Nimmt es nicht so ernst, aber ja. Ach Mensch, ne, der Junge wird auch noch seinen Auriel finden. Das stimmt bestimmt, ja. Wenn du dein... Wer ist denn? Ne, männlicher Auriel. Phorbion? Wie ist der Fisch nicht so? Ja. Oder der Sebastian, das kannst du dir aussuchen. Das klingt ja... Klingt gut. Ja, Sebastian kann besser singen. Ein Fisch oder eine Krabbe? Naja, im übertragenen Sinne. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Krabbe ist, naja, viele Finger. Nee, viele. Nee, ich weiß es nicht mehr, wie der Spruch ging. Eieiei, Junge. Ich muss deine Wäsche essen. Waschmaschine hüllen, ja? Ich hüll dich noch schnell. Ja. So. Ich habe natürlich fleißig mitgeschrieben, ist ja klar, damit ich das dem Max dann alles erzählen kann. Ist ja immer das, ne? Dass die Ilse dem Max ja alles erzählt. So, abschließen. So, und dann werden die Sachen abgeholt und wieder zurückgebracht. Mit dem großen Bulli. So. Da hatten die also Zopf. Man hat natürlich ein bisschen mehr Verantwortung, das so selber die Touren aufzuschreiben und sowas. Das ist natürlich interessant, dass die Zopf hatten, weil davon hat die Ilse natürlich überhaupt nichts mitgekriegt. Noch mehr Leute. Ja. Bisschen müde, aber geht. Hallöchen. Hallo. Los, ich soll dich von Rian hauen. Ich habe ihm schon eine Nachricht geschrieben. Was hat er denn? Ich weiß nicht. Du hast halt nicht bei ihm bestellt und... Ja, weil er gerade mit dem Kunden beschäftigt war. Und, du hast halt nicht Hallo gesagt, meinte er. Ja, genau. Also, warte mal. Ich war halt bei Ponsenbies, ja. Und er war gerade mit einem Kunden beschäftigt. Der war gerade am Tresen und ich habe dahinter gewartet. Und dann ist er mit ihm halt zum Kleiderständer gelaufen. Und dann ist direkt sein Kollege auf mich zugelaufen und hat angefangen, mich zu beraten. Und ich wollte eigentlich Rian nur, ich wollte auch was kaufen, aber ich wollte eigentlich Rian einen Besuch abstatten. Und auf einmal hat der Kollege von ihm mich so abgefrühstückt. Und und keine Ahnung. Okay. Ist mir alles aufgeschrieben. Ist halt, ja, nicht so erfolgreich gewesen mit dem. Disgelaber. Bla, bla, bla. Ja, das ist nicht gut. Geht der Chef jetzt? Versuchen. Er wollte Feierabend machen. Ah, ja. Ja. Er hat uns das Zepter überlassen. Ja, denn wir müssen dann noch die Inventur machen. Dann sag ich ihm das gleich so. Hab ich ihm schon geschrieben. Ja, Ach so, ich dachte, dass wir Inventur machen. Also warte mal, Max meint gerade, davon weiß ja noch nichts, aber du meinst doch, Ilse, dass du bzw. ihr noch zum 24-7 gucken wolltet? Ja, vielleicht hatte ich das vorhin überlegt. Ach so. Da warst du gerade mit dem Chef unterwegs, Max. Aber das wird ja dann noch zu spät, ne? Ach so, ja. Ja. Kaum ist man in einer WG mit ihr, bestimmt es auch über mich, was ich mache. So läuft das. Das nächste Mal kriegst du das mega weiche Toilettenpapier. Er hat nämlich das Ultra-Weiche gekauft. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber Ultra ist doch besser als Mega, oder findet ihr nicht? Nein, Mega ist besser als Ultra. Das ist über. Das ist eine gute Frage. Das ist eine philosophische. Das ist eine philosophische Herausforderung, sage ich. Ja, also wenn ihr mal was hört von einer Wohnung mit zwei Schlafzimmern, die frei ist, könnt ihr uns Bescheid geben. Machen wir. Okay. Damit der Max sich nicht den Rücken kaputt macht auf dem Sofa. Hat jemand Harrys Nummer? Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, dass er mit Lina zusammenzieht. Ja, das wäre keine schlechte Idee. Ich habe der Lina auch schon geschrieben und habe so ein bisschen gehofft, sie hat Mitleid. Aber ich habe das halt nicht verstanden.
Ach nein. Ja. Was macht er denn jetzt? Was tut unser Chef da? Einen Schrank auffüllen. Ganz viele Leckereien gibt es dann wieder. Ja, die Emily hat ja schon angerufen. Die hat ja ganz viel Necke, also gekocht und gemacht. Die hat ja, die arbeitet ja oben in der Bäckerei. Stimmt, das hat sie auch erzählt, dass sie... Das ist seine Freundin. Die darf den Hintern nackig angucken. Will ich ja mal hoffen, ne? Wenn es seine Freundin ist, dann... Ja. Hat die ihr Klick. Naja. Löse, gibt's da was, was du mir erzählen willst? Hä, hey, hast du schon mal auf den Hintern geguckt? Ich gucke auf keine Männer Hintern. Meine Herren, der ist aber... Das ist... Ich höre irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn ich hierher komme, wie schön der Hintern deines Chefs ist. Der ist aber auch wirklich schön. Louis, sag was dazu. Genau, Louis ist, muss Experte sein. Ne, jetzt nicht, jetzt kommt er zurück. Der soll noch mal vorbeilaufen, dann kann ich mir das angucken. Jetzt kommt er. Hat dann einen Rucksack. Sieht man so schlecht, ja. Der Rucksack hängt da voll vor. Ja, in der Hose ist er auch nicht so schön. Ja, kann ich nicht bitte. Ist das die Hose, die Louis auch anhat? Das ist, glaube ich, auch so eine Skinny Jeans. Hm. Ach, ja, nee. Die tut nicht so viel für den Hintern. Nee. Ja. Hätte die Mary heute schwarze Schuhe an, hätte die Partner-Look. Mhm. Louis, ich kann mir auch noch den Pullover anziehen. Oh. Ja, warte mal kurz. Jetzt sieht man meinen Hintern nicht mehr so. Ja, auf deinen Hintern gucke ich jetzt auch nicht so, Junge. Ja, nee, aber ich meine, weil die Hose sieht so ganz so doof aus mit der Hose. Ja, ich gucke auch nicht auf Max seinen Hintern. Mal besser so, jetzt wo wir in einer Wohnung sind, wer weiß, was die sich alles abguckt. Ja, von deinem Hintern brauche ich mir nicht angucken. Hast du mal meinen angeguckt? Da ist genug dran für uns beide. Ach ja. Das ist sprachlos. Ja, ich sag lieber nichts dazu. Das schmiert sie mir hinterher noch aufs Butterbrot. Ja, ein Butterbrot hast du heute früh gekriegt zum Frühstück. Der Max hat das. Der isst zu wenig, der Junge. Der isst zu wenig, das ist ja nicht gut. Ja, und wenn, dann isst er nur ungesunden Scheiß. Das ändert sich jetzt. Ja, tatsächlich kaufe ich eigentlich auch Fertigprodukte und dann meckert mich immer Jasmin an. Ja, du hast auch nichts im Kühlschrank. Ja. Na siehst du, ihn musst du bekochen. Nee, ich bekoche dich jetzt und wir wollen schließlich zusammen. Ja, mich bekocht Jasmin schon, alles gut. Ja. Wenn du mal was aus ihrer Wohnung mitnimmst. Übrigens, was ich noch gar nicht erzählt hatte, ich habe jetzt übrigens auch ein Auto. Wirklich? Was hast du denn für ein Auto? Ich habe jetzt einen Emperor. Ach, schön. Von der Versteigerung? Nee, den habe ich von Dillys gekauft. Oh. Von Dillys Gebrauchtwagen. Mhm. Na, wirst du beim Regen auch nicht mehr anders. Ja. Was hast du denn dafür bezahlt? 4.500. Du Heiland. Ja, das ist die Sache ist, bei ihnen kann man eigentlich ganz gut handeln, aber ich habe, also wir waren schon mal mit Jasmin dort, die hatte sich dort auch ihren Wagen gekauft, die hat von 4.500 auf 4.000 runter gehandelt. Und da hatte sie auch schon nach einem Emperor gefragt, aber in Rot, meiner ist schwarz, und der hat dort dann noch 5.000 gekostet und dann habe ich halt mit $5.000 gerechnet und habe halt auf $5.000 gespart und dann habe ich den gekauft und dann meinte er 4.500 und ich war so überrascht, dass ich einfach meinte so, ja gut, nehme ich. Auch hast du nicht mal versucht zu handeln? Ich habe gar nicht mehr gehandelt. Du hättest mir den Rico für dich verhandeln lassen sollen, ja. Der kann das. Ich war einfach so, ja, das ist schon 500 weniger, als ich gedacht habe, das nehme ich. Ist vielleicht jetzt nicht die geschäftstüchtigste Entscheidung gewesen, aber... Naja. Kann mir jemand ausgezeichnet Zeit machen. Aber ich bin zufrieden. Und der Harry, also von Dillys, der Harry hat sich auch gefreut.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, habt ihr den guten Kontakt zu dem Harry von der Lina? Nee. Ach, Telefon. Ach, nee. Wenn das Wäsche nicht nur sauber, sondern rein, hallo, Slick. Ist gleich umgefallen, oder was? Hallöchen. Hallo. Die Technik. Ich fahre gerade Auto. Das ist mir runtergefallen. Ach so. Kann ich mal vorbeikommen? Ja, aber ich kann jetzt, also heute wird es nicht mehr fertig sprechen. Das macht gar nichts. Hauptsache, ich kann den Kram reinreichen. Ja, du kannst du vorbeikommen. Super, dann mache ich mich auf den Weg. Das dauert wahrscheinlich so 5 Minuten. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich, tschö. Das Leck bringt noch Wäsche vorbei. Max? Ja? Das Slick bringt noch Wäsche vorbei. Ich wäre nett. Ich neben dir. Ja, aber du kannst schon reagieren auf die Tante. Was soll ich denn dazu sagen? Wow, mhm. Nee. Was? Ich hole schon mal einen Rucksack. Achtung, ich muss einen Rucksack. Nö. Nö? Nö. Nö, dann nicht. Ja, das steht dann irgendwo auf der Straßenseite. Na, hoffentlich sind das Slick 5 Minuten und nicht Hugo 5 Minuten. Wie lange sind denn Hugo 5 Minuten? Hugo 5 Minuten sind 50. Gut. Wir würden sonst jetzt aufbrechen. Ja, deine Wäsche dauert noch 5 Minuten. Ach so, gut, dann werden wir noch nicht aufbrechen. Nicht mal mehr, vielleicht 2, 3 noch. Haben wir denn irgendwas im Regal, was wir den beiden so lange noch anbieten könnten? Das weiß ich doch nicht. Na, ich guck mal, was ich finde. Salzenstamm. Trinkt ihr Kaffee oder sowas? Ja. So Eiskaffee? Ja. Ich glaube, Kaffee ist noch drin, ja. Mei, das liegt noch immer kurz vor Feierabend. Kann ich noch schnell... Ja, aber dann kriegt er seine Wäsche erst morgen, oder wie ist das? Ja, ja, ich studiere dann nachher noch schön mal ins Programm neu, einprogrammieren alles, ne? Ja. Aber da muss er es erst morgen holen, das nützt dann alles nicht. Ja. Weil so lange kann ich auch nicht mehr auf der Beine bleiben. Morgen ist wieder Seniorensport. Oh, na dann. Ach, da ist er doch schon. Ja, das liegt 5 Minuten. Ja. Und der hat immer den weißen Hut. Ja, ist gemein. Nabben. Hi. Hallöchen. Üblicher Service, ne wahr? Das ist ja echt mal... Warte mal, wo habe ich das hingelegt jetzt? Da. Jawohl. Das sind jetzt 6. Also den 5er kann ich nicht in Anspruch nehmen. Ich muss tatsächlich mal 6 Teile abgeben. Ja, das geht immer. Kannst bis zu 10 Teile. Ja, was kostet das dann? Also geht es wirklich nur einmal um Reinigen, weil das müffelt ein bisschen. Was ist es denn? Also ist es jetzt wirklich nicht irgendwie Blut oder irgendwas dran? Nein, das sind einfach 2 Anzüge und die haben wo gelegen, wo es sehr muffig war. Und das 2 Anzüge wären 60 Dollar. Wie viel? 60, aber da ist das Bügeln sogar schon mit drin. Ja, das ist super, das machen wir. Ne? Soll ich hier mit reinkommen? Ja, du kannst es mir so hier geben, wie du magst. Mit dem Rucksack oder alle einfach so auf der Hand? Du kannst mir auf der Hand geben, ich hab doch einen Rucksack dabei. Alles klar. Warte. So, Moment. Mal aufmachen. Also hier ein extrem schick, wie ich finde. Mhm. Blau. Total cool. Nicht schlecht. Schwarz, weiß, noch ein Sakko und die Hose. Du merkst, das riecht echt eklig. Ja, das muss dringend gewaschen werden. Ja. Dringend. Aber ich nehme mal an, das kriegst du hin. Ja, auf jeden Fall. Großartig. Gleich so auf die Kralle hier ein bisschen Kohle jetzt? Ja, natürlich, die nehme ich gleich so.
Sogar 60. Ich weiß ja, wer du bist. Ich sprach stand nicht irgendwie und mit alles, weil ich Scheiß machen. Trinkgeld. Ich danke dir. Geht. Super. Und, gut, ich würde dir dann... Ja, ich schätze mal morgen. Das passt doch. Entweder ja. Morgen oder übermorgen. Ich, genau. Ich ruf dann einfach durch. Ja, oder ich ruf dich an, wenn es fertig ist und ich bin da. Ja, das wäre am besten. Nö, so machen wir das wie immer. Super, danke dir. Alles klar. Dann dir noch einen schönen Abend, ne? Gleichfalls, danke. Mach's gut. Tschö. Wie ist 30 pro Anzug? Jetzt bin ich ja schön schön. So, dann tue ich die Anzüge gleich mal noch in der Wäsche. Obwohl ja noch nicht mal so richtig. Ein bisschen, aber noch nicht. Wie sich die Ilse ihre Gehaltserhöhung verdient hat, hä? So, warte da. Hallo. Hallo. Vorhin noch telefoniert, jetzt bin ich schon da. Ach ne, so schnell kann's gehen. Ja, ne? Ach Mensch. Ich hoffe, ich habe eine gute Essensauswahl getroffen. Ja, super, danke schön. Wir haben uns gefreut. Das freut mich sehr. Ach nee, so. Ist viel los heute? Nee, es geht. Ich mach jetzt gleich Schluss. Hi. Na? Darf ich vorstellen, hallo. John, Emily, John. Hi. Sehr gut, danke. Bitte schön. Wie geht's Ihnen? Hallo. Sehr erfreut. Das ist schön. Wow, das geht hier gar nicht. Zukünftig so, mein Junge. Viel verändert und ja. Okay. Louis? Ja. Ich habe etwas für dich. Einmal deine Jeans. Vielen Dank. Und der Pulli. Mai frisch, weil April war gestern.
Vielen Dank. Ja, sehr gerne, mein Junge. So. Gut, Jan. Ihr macht jetzt wahrscheinlich auch zu. Oder? Ja, wir machen jetzt zu und ich muss noch schnell die Inventur machen. Ach so, ja. No. Gut. Dann machen wir los. Und ja, dann machen wir los. Ja, oder ihr wollt nicht mitzählen, ich verstehe es gar nicht. Achso, ja. Alles klar. Ich bin nicht so gut in Mathe. Ich deswegen schreibst du ja beruflich. Ja, ja, genau. Ich bin ein Mann der Worte. Ich also wäre ja Professor geworden. Richtig. Na gut, dann euch später noch einen schönen Abend, ne? Danke. Macht's gut. Auch. Bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Hinten die letzte Waschmaschine, da sind jetzt die Sachen vom Slick drin. Das sind zwei Anzüge. Also sechs Teile insgesamt. Willst du noch warten, bis es fertig wird? Oder? Nee, das dauert ja eine Stunde. Da muss ich ja noch wiegeln. Ja, ich habe hier noch einen Eiskaffee für dich. Wir stehen uns da so nah. Ach, das ist ja zauberhaft. Ich danke dir. Ich habe gerade auch noch im Regal geguckt. Ja. Aufgefüllt. Guck mal, was ich da noch gefunden habe. Was hast du da noch gefunden? Richtiges Tomaten-Sandwich. Ui. Oder so ein nicht abgepacktes. Das ist mehr so meine Welt. Ach, Junge. Ich habe vor uns schon heimlich eine Käseschnitte gegessen. Wie kannst du nur? John? Hä? Hä? Was ist? Was ist? Hinten die Maschine, die letzte, da sind die Sachen vom Slick drinne. Der holt die Morschen oder so ab. Der hat auch schon 1000 Mal angerufen, ja. Ja, der ist ein bisschen anstrengend. Wenn du einen Passgutschein verschenken möchte oder abgeben möchte. Ja, genau der. ja, wann kommt der? Morgen? Ja, ich habe gesagt, entweder er guckt halt, wie wir offen haben, oder ich rufe ihn an. Ja, also ich werde morgen die Hotline bei mir haben, also kann ruhig mal durchklingen. Mhm. Ja, alles klar. Okay. Gut. Was, Feierabend? Ja, noch zählen fix, Bestand und dann, ja. Max, alles wie klar. Sieht's bei dir eigentlich aus? Warst du bei Meckelosen? Ich fang schon mal an zu zählen. Wir machen jetzt erstmal ganz schnell den Wäschesalon zu. Achso. Meld dich ab. Ja, ich wollte eigentlich den Laden schließen über Venture, aber irgendwie. Ach, das Telefon. Da werde ich immer so aggressiv. Abgeschlossen habe ich schon. Könntest du den Venture Post machen, bitte? Ja, das kann das Telefon machen. Macht mich fertig. Ich mit meinen alten Fingern. Ich komme da nicht mehr zurecht. Ich mach das schon.